Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um das MXR EVH 5150 Chorus Pedal. Eddie Van Halen ist seit Urzeiten begeisterter Anhänger von MXR Effektpedalen. Nach dem EVH 5150 Overdrive, dem Phase 90, dem Flanger stellt das EVH 5150 Chorus Pedal das vierte MXR Signature Pedal dar, das in enger Zusammenarbeit mit Eddie Van Halen nach seinen Soundvorstellungen entwickelt wurde. Der MXR EVH 5150 Chorus basiert auf der legendären Chorus-Einheit, mit der Eddie einigen seiner klassischen Aufnahmen aus den frühen 1980er Jahren Textur und Dimension hinzufügte. Er hat ein einfaches Drei-Regler-Setup, Lautstärke, Ton und Intensität mit Input- und Output-Level-Pad-Schaltern, Mono- und Stereo-Ausgängen und einem internen Drew-Buffered-Bypass-Schalter für die notwendige Flexibilität für moderne Rigs. Ideal in Kombination mit dem EVH 5150 Overdrive, aber natürlich auch bestens geeignet für einen Amp, sowohl im cleanen als auch im verzerrten Kanal. Ich hatte das EVH 5150 Chorus im Demo Mono direkt vor dem Amp. Ich werde das Pedal jetzt im Clean Sound Stereo anspielen. Dazu fahre ich vom Pedal Stereo direkt ins Audio Interface. Ich spiele jetzt ein Schema direkt in den Looper. Dazu habe ich das EVH 5150 Chorus noch ausgeschalten und werde es dann dazu schalten und mehrere Parameter verändern. Das war's von Musiker TV zum MXR EVH 5150 Chorus. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Das würde mich freuen. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst eine Nachricht unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.